Der zweite Lokalmatador neben der Mühlenkreisauswahl gegen Eintracht Frankfurt. Und so arbeiten wir uns dann Stück für Stück vor, anschließend auf Werder Bremen gegen Mainz 05. Wir melden uns dann gleich kurz vor Anstoß wieder vom Kommentar. Bildlich seid ihr top drauf und wir hören und sehen uns gleich mit der ersten Partie Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart. Bis gleich. Ständchen abgeschlossen. Wir starten und die Halle ist schon ganz, ganz früh auf Betriebstemperatur. Das haben wir gemerkt und da freuen wir uns sehr drauf. Alle, die jetzt das eingeschaltet haben, nochmal ganz herzlich willkommen aus der Kreissporthalle in Lübeck mit der ersten Partie des 20. Freeway Cups Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart. Langer Turniertag heute. Ich nenne es immer gerne Speed Dating, weil wir heute in der Vorrunde natürlich die Teams erst einmal so richtig kennenlernen, bevor wir dann morgen in die K.O.-Runde starten.
Wer also vielleicht auch für morgen Karten hat und mit seiner Begleitung mal ordentlich auftrumpfen will, wer ist gut, welcher Spieler ist top, der sollte heute unbedingt dranbleiben und zuschauen. Und der kann morgen richtig auftrumpfen mit seinem Wissen. Auch alle anderen, die natürlich heute Morgen dabei sein wollen, freuen wir uns sehr drauf. Der VfB steht schon auf der Platte. Hannover 96, gerade noch sein Teamfoto. Und dann können wir auch gleich starten. 12.31 Uhr, wir sind so ein paar Sekündchen hinter der Zeit, aber das kriegen wir sicherlich noch rausgefahren. Ja, Hendrik Frevert, der Hallensprecher. Zum zweiten Mal, letztes Jahr seine Premiere, hat die Halle gerade schon so ein bisschen zum Kochen gebracht. 36 Jahre jung, Fan von Arminia Bielefeld und eine absolute Bereicherung für dieses Turnier, das in diesen Sekunden angepfiffen wird von Schiedsrichter Eike Schäffer, 33 Jahre vom TuS Boraden. Anstoß erfolgt, der 20. Frivol Cup, die Jubiläumsausgabe ist eröffnet. Und wir warten natürlich nun auf das erste Turniertor, damit dieser Tag dann auch gleich standesgemäß eröffnet wird. Wird natürlich ein spannender Blick. Wir haben im deutschen Fußball die große Diskussion über fehlende Straßenfußballer, über zu viel Taktik und zu wenig individuelle Qualität. Und da ist natürlich der Hallenfußball ideal für eine Standortbestimmung. Mensch, wie weit sind denn die U16 Cracks? Denn das sind die Stars von morgen. Wir werden im Laufe des Tages noch von vielen, vielen Fußballern hören, die hier schon auf der Platte standen, die später teilweise Weltmeister wurden. Also wir sehen hier wirklich die Stars von morgen. Hannover 96 im klassischen 2-2-System. Immer wieder viele Positionswechsel. Wirken auf den ersten Blick teilweise körperlich etwas schwächer als die Stuttgarter. Erstmal der ruhige Aufbau. Turniermodus ja seit dem letzten Jahr verändert. Wir haben keine klassische Vorrunde mehr, sondern die Mannschaften wurden in Regionaltöpfe eingeteilt. Das war der große Wunsch vieler Vereine, damit nicht die Mannschaften gegeneinander spielen, die sich eh schon in meiner Liga treffen. Es wird aus diesen ersten Spielen eine große Tabelle gebildet. Das klingt erstmal komplizierter, als es ist. Und dann haben wir den ersten Treffer des Turniers. Und da war er nicht ganz unbeteiligt dran. Torschütze Elion Mamouti vom VfB. Hier sehen wir es nochmal. Unglücklich. Gerade nochmal eine Diskussion mit Eike Schäffer. Gab nichts zu beanstanden. Oder hat er... Ah, er hatte was am Trikot zu bemängeln. Jetzt haben wir es aufgelöst. Trikotfarbe des Keepers sah sehr, sehr ähnlich aus mit dem des VfB. Und klar, gerade hier in der Halle auf dem engen Raum kann das dann schon mal zu Irritationen führen, aber kein Problem. Ersatz. Leibchen ist ja eingepackt. Jetzt geht es im Aufwärmshirt weiter. Also 1-0 die Führung. Turnier ist eröffnet. Also neuer Modus, wird eine große Tabelle gebildet. Dadurch haben die Mannschaften nicht mehr 3, sondern 4 Vorrundenspiele. Eine große Tabelle aus allen 16 Mannschaften wird gebildet und später spielt dann im K.O.-Modus der Erste gegen den 16., der Zweite gegen den 15. und so weiter. Dadurch, dass es ein Spiel mehr gibt, wurde die Spielzeit in der Vorrunde auf 12 Minuten verkürzt. Das ist also wirklich ein Speed-Dating, das wir hier heute haben. So, rein in die Partie. Das war gut gespielt. Ecke kurz ausgeführt, aber gut aufgepasst von Albi Nishori von Hannover 96 mit der Nummer 13. Das Duell an der Bande. Hände dürfen nicht auf der Bande sein und deswegen der Pfiff. So, 4-Sekunden-Regel gilt auch hier. Wer jetzt nicht so bewandert ist,
Wird genau jetzt gepfiffen. Danke für das Beispiel. Also sobald es mit Freistoß oder einem Einschießen weitergeht, wenn der Ball im Aus war, muss der Ball innerhalb von 4 Sekunden gespielt werden. Das heißt, wenn man dann wechselt in dieser Zeit, sollte man sich schon beeilen. Hier gerade nicht passiert, deswegen der Freistoß für Hannover 96. Die noch nicht so richtig durchkommen. Stuttgart verteidigt das sehr, sehr diszipliniert und profitiert eigentlich dann immer wieder von den Fehlern der Hannoveraner. Jetzt selber mal im Spielaufbau, Torwart Jan Utech. Jetzt am Ball beim VfB. Wird also nach Futsal-Regeln gespielt, allerdings mit einem herkömmlichen Fußball und keinem Futsal. Auch jetzt wird wieder gezählt, aber alles noch rechtzeitig, last second, ausgeführt. Hannover muss sich noch so ein bisschen akklimatisieren. Stuttgart dann immer wieder sehr, sehr hoch pressend. Mal der tiefe Ball. Abschlussmöglichkeit, aber gut geklärt. Und Gabriel Laba. Nummer 5 beim VfB. Ein erweiterter Nationalspieler. Hier im Kader dabei. Zwar beim VfB Stuttgart. Lukas Laupheimer. Steht zumindest im Blickfeld der U16-Nationalmannschaft. Laupheimer, wenn man später mal darauf achten will, die Nummer 8 vom VfB Stuttgart. Ja, also wie gesagt, im Blickfeld vom Bundestrainer Christian Wück. So, Ball wieder durchgesteckt. Aber Ball ging knapp daneben. 6 Minuten vor Ende dieser Auftaktbegegnung. Den hat er kurz nachgefasst, aber jetzt sicher verarbeitet. Langer Ball. Wieder am Aus. Also Hannover kommt noch nicht so richtig zu gefährlichen Abschlüssen. Spielen ja in der Niedersachsenliga. Das ist so die zweithöchstmögliche Liga für eine U16-Mannschaft. Sind dort aber Tabellenführer. Jetzt im Angriff. Das könnte 3 gegen 2 Überzahl bedeuten. Wenn sie schnell ausspielen, der Pass war schon unsauber. Und dann bekommen sie es wieder verarbeitet, die Stuttgarter. Da war deutlich mehr drin. Fehlt es noch ein bisschen an Tempo und Zielstrebigkeit. Finn Martin Scharenberg. Nummer 9 bei Hannover 96. Die 4-Sekunden-Regel gilt im Übrigen auch, wenn man nicht so bewandert ist, im Hallensport. Auch für die Torhüter. Erklären das hier auch immer mal wieder. Wenn sich zum Beispiel die ganzen Traditionsturniere anguckt, wird natürlich nicht so gespielt. Stelle sich vor, ein Klaus Reitmeier müsste da die 4-Sekunden-Regel beachten. Bei den ganzen Traditionscups. Nächste Schussmöglichkeit für den VfB. Nachschuss durch den Kapitän und der trifft zum 2:0. Das ist Rigon Bayou. Ordentliche Kante, überragt da alle Spieler auf der Platte. 2:0 für den VfB, 4 Minuten vor dem Ende. Und obwohl es in der Halle ja ganz schnell gehen kann, fühlt sich das schon wie eine Vorentscheidung an. Weil Hannover, wie gesagt, nicht wirklich gefährlich hier zum Abschluss kommt bisher.
kommt kein Tempo, keine Dynamik in die Aktion. Immer wieder Ballverluste, wie hier gesehen. Unsauber gespielt. Kriegt er nicht flach rüber. Nächster Schussversuch und das war wunderbar pariert. Schussversuch von Daniel Frimpong. VfB Stuttgart ja mit einer sehr, sehr erfolgreichen Fury Cup-Geschichte. Die 17. Teilnahme von 20. Bereits 4-mal standen die Schwaben im Finale. Und 3-mal konnten sie diesen Cup hier gewinnen. Könnten mit einem Erfolg mit Hertha BSC Berlin gleichziehen, die mit 4 Turniersiegen die erfolgreichste Mannschaft sind. 4 von 19 bisherigen Ausgaben haben sie gewonnen. Und jetzt der Anschlusstreffer. Hannover sendet ein Lebenszeichen durch Albin Nishori. An der Bande einmal nicht aufgepasst, dann wunderbar links ins Eck Nishori. 1:2, wir haben nochmal Musik in der Partie. Und die wäre fast wieder raus gewesen. Aber Babis Drakas hat große Lust, dass das Ding spannend bleibt. Den darf man mal machen. Weiter geht's aber. Stuttgart jetzt natürlich um Ballbesitz bemüht. Hannover muss jetzt Risikomut nochmal erhöhen. So, das könnte eine Möglichkeit sein. 3 gegen 2, wenn es schnell geht. Lässt ein 1 gegen 1 ausstehen. Dann fehlte der Pass auf die linke Seite. Da wäre der Raum gewesen. Also das Überzahlspiel noch nicht überzeugend bei den Hannoveranern. Aber erstes Turnierspiel. Das kann sich natürlich alles noch finden. So, und die zweite Möglichkeit, die liegt dann quer. Weiß gar nicht, ob er das wollte. Das macht aber nichts. Hauptsache Niklas Franz vollendet die Vorlage. Da sehen wir es. Ich glaube, schwer zu sehen. Egal, 3-1. Jetzt also der Assist, der Scorerpunkt für Babis Drakas auf Niklas Franz, nachdem er eben die große Möglichkeit zum 3:1 vergeben hatte. 1:20 noch auf der Uhr. Und der tiefe Ball. Also 4 Tore gleich zum Auftakt, das macht natürlich Lust auf mehr. Gleich dann den Nord-Süd-Schlager vor der Brust haben mit dem Hamburger SV gegen Bayern München. Nächste Möglichkeit. Aber da hatte Lasse Detmar was gegen. Der Keeper, der Hannoveraner. Also der VfB wird seine Auftaktpartie gewinnen. Schwaben mit ja der weitesten Anreise hier nach Lübeck. Haben das gut aus den Knochen bekommen, so scheint es. Und sind dann da. Ja, ohne Solo mit dem Foulspiel. Spinnt jetzt clever runter, halten den Ball. Hannover müsste nochmal ins Risiko gehen, kommt aber nicht so richtig in den Zugriff. Jetzt setzen sie sogar fast noch einen drauf und das war wieder Drakas. Das war's. Erste Partie ist beendet. Der VfB Stuttgart gewinnt seinen Auftakt mit 3:1 gegen Hannover 96. Ich habe seit Neuestem einen wunderbaren Feuerteufel. Komm mal.